Wenn Menschen sich schwer verletzen und hinterher im Rollstuhl sitzen, dann ist die Anfangszeit besonders schwierig. Darüber sprechen wir nämlich jetzt. Man muss sich nämlich erstmal an diesen Rollstuhl gewöhnen. Und man muss förmlich lernen, von der Pike auf sich damit zu bewegen. Ja, das musste auch Christian Willenborg. Der sitzt selber im Rollstuhl. Und daher engagiert er sich jetzt, um allen zu helfen, mit dem Rollstuhl besser klarzukommen. Und eins, zwei. Christian Willenborg beim Spielen mit seiner Tochter. Dass er wieder unbeschwert lachen kann, ist für ihn nicht selbstverständlich. Denn vor 10 Jahren ändert sich auf einmal alles. Auf dem Weg zu einer Kirmes ins nächste Dorf nehmen Christian und seine Freunde ein Taxi. Mit 14 Leuten quetschen sie sich in den Kleintransporter. Der Fahrer fährt rasant und kommt beim Wechseln einer Kassette von der Straße ab. Das Taxi überschlägt sich mehrfach. Als ich dann draußen wach geworden bin, ja, war mein erster Blick, so, das weiß ich noch ganz genau, so in den Sternenhimmel rein. Kontrolliert, ob meine Zähne noch alle drin waren. Und dann habe ich meine Beine angefasst und merkte irgendwie, da ist nichts mehr. Das fühlt sich tot an. Zwei Freundinnen kommen durch den Unfall ums Leben. Und der ehemalige Fußballspieler ist seit diesem Moment querschnittsgelähmt. Christian wünscht sich eigentlich nur, das Geschehene rückgängig machen zu können. Alle Träume scheinen dahin. Wie geht dein Leben weiter? Willst du dieses Leben so überhaupt noch? Wie geht es beruflich überhaupt weiter? Wie kannst du dir deine Zukunft überhaupt noch so vorstellen? Die schlimmsten Gedanken waren dann einfach wirklich, ich würde meine Freundin verlieren und nie eine Familie gründen können. Doch Christian findet ins Leben zurück. Seine Freundin hält zu ihm und gemeinsam gehen sie auch den schwierigen Weg, Kinder zu bekommen. Sein ganzer Stolz. Die Freude, die er wieder am Leben hat, möchte er mit anderen teilen. Und er möchte anderen Mut machen. Als gelernter Orthopädietechniker merkt er oft, dass Rollstuhlfahrer Schwierigkeiten mit der Handhabung ihres Rollis haben. Deswegen macht er einen Trainerschein und gründet die Gruppe Emsland Rollis Mobility. Seit 5 Jahren mit dabei ist der 41-jährige Axel Meyer, der an MS leidet und Christian sehr dankbar ist. Zuvor fühlte er sich mit dem Rollstuhl alleingelassen. Die Krankenkasse ist wirklich so, hier hast du deinen Rollstuhl, friss oder stirb, auf Deutsch gesagt. Entschuldigung, aber ist so. Es genehmigt das Teil und wie du damit zurechtkommst, ist deine Sache. Aber nur durch den sicheren Umgang können Rollstuhlfahrer an Unabhängigkeit gewinnen. Deswegen lernen die Teilnehmer von Christian, wie man ohne Hilfe einen Bordstein rauf und runter kommt. Dazu muss man das Kippeln lernen. Wie halte ich die Balance? Wie komme ich dann gleichzeitig vorwärts? Und wie komme ich dann auch noch sicher diesen Bordstein, dieses Hindernis runter, um den Rollstuhl dann auch wieder sicher zu haben? Ne? Locker, locker, locker. Und schieb, locker. Und jetzt schiebst du vor. Schieb vor. Und nachgreifen. Schieb vor. Nachgreifen. Schieb vor. Schieb vor. Schieb vor und nachgreifen. Nachgreifen, nachgreifen, nachgreifen. Ja, ja, ja. Oh. Teilnehmerin Zollwig hat heute einen großen Fortschritt gemacht. Das Erlernte wird direkt an einer alltäglichen Hürde getestet. Perfekt. Nochmal kippeln. Nochmal kippeln. Ich muss erstmal kippeln. Ja, genau. Ich mache das wie beim Fahrradfahren. Diesmal gehe ich einfach weg. Ja. So, genau. Ja, guck mal, das klappt schon besser, ne? Ja. Wenn ich da sehe, dass ich Menschen helfen kann und was von dem zurückgeben kann, was ich erlebt habe, an negativen Dingen, diese für andere positiv umzumünzen. Das ist das, was mich da extrem für antreibt. Heute war echt ein toller Erfolg und ich glaube, du nimmst hoffentlich heute ein bisschen was mit und setzt das für dich im Alltag vor allem um. Ne? Ciao. Ciao. Über dieses Engagement hinaus ist Christian auch regelmäßig Gast bei der Präventionsveranstaltung Abgefahren, wie krass ist das denn? Organisiert von der Polizei Emsland. Mit seiner persönlichen Geschichte warnt er hier junge Fahranfänger vor den Gefahren des Straßenverkehrs. Den harten Weg, den ich gehen musste, möchte ich keinem zumuten. Wenn nur ein Menschenleben dadurch retten, dann ist das ganze Projekt schon mal top gewesen. Und ich bin auch 100% davon überzeugt, dass wir mehr als ein Menschenleben durch die Aktion auch jetzt schon gerettet haben.